Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Vizepräsidenten, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Landtages, sehr geehrte Landsleute der vielen Landsmannschaften, die hier im unteren Bereich vertreten sind, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich Ihnen, sehr verehrte Frau Präsidentin, Dank dafür sagen, dass wir heute auch dank der hilfreichen Unterstützung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Ausstellung eröffnen und 4 Wochen lang hier im Landtag zeigen können. Wir sind uns sicher, dass diese Ihre Entscheidung auch einer Bereicherung des Landtages und aller Menschen führen wird, die sich heute und im Laufe der nächsten Wochen dem Thema dieser Ausstellung widmen werden. Der Rundgang war wirklich nur kurz, aber er war aufschlussreich, denn wir haben beide miteinander festgestellt, wie viele sehr bekannte Persönlichkeiten es doch gibt, von denen heute kaum mehr jemand weiß, dass sie aus dem früheren Deutschen, aus dem historischen Deutschen Posten kommen. Und das alleine ist schon ein wichtiger Lerngewinn, den jeder, der hier durch diese Ausstellung geht, an sich erfahren wird. Meine Damen und Herren, die deutsche Kultur im östlichen Europa ist seit Jahrhunderten gewachsen und hat zu einer Symbiose beigetragen, die vom Baltikum bis nach Siebenbürgen, von Masuren über Galizien bis ins Banat, von Pommern und Ostpreußen über Schlesien und Böhmen bis in die Karpaten und nach Ungarn ein friedliches Zusammenleben der dort lebenden Völker und Volksgruppen über Jahrhunderte gewährleistete. Wenn das mittlere und östliche Europa auch nicht frei blieb von kriegerischen Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel der Dreißigjährige Krieg oder die Feldzüge der Schweden, der Preußen, der Franzosen, so blieb doch im Wesentlichen das Zusammenleben von Litauern und Polen, Ukrainern und Rumänen, Tschechen, Slowaken und Ungarn und vor allem auch von Österreichern, Deutschen, Juden und Roma in diesem Teil Europas stabil und weitgehend von gegenseitiger Achtung geprägt. Erst der Erste Weltkrieg und in seinem Gefolge die beiden menschenverachtenden Diktaturen des 20. Jahrhunderts führten zum Untergang dieser einst so großartigen Welt Mitteleuropas. Vor allem der barbarische Nationalsozialismus mit seiner Rassenideologie und seinem alles niederwalzenden Vernichtungswillen hat dieser Vielvölkersymbiose in wenigen Jahren den Todesstoß versetzt und eine Region zurückgelassen, die nur noch wenige Erinnerungen an die einstige Pracht und Vielfalt des kulturellen Lebens zulässt. Zahlreiche Bauwerke, wie das Königsberger Schloss, sind auf immer verschwunden. Immense Kunstschätze, Bibliotheken und fast alle Synagogen sind zerstört und natürlich das Leben, die Sprachen- und Brauchtumsvielfalt, die einmalige Welt von Lemberg oder Czernowitz, von Kaschau oder Temeswar, alles Vergangenheit. Karl Schlögel, der bekannte Zeithistoriker und Kulturjournalist, der in diesem Jahr den Menschenrechtspreis des Bundes der Vertriebenen erhalten hat, bringt es auf die Formel, der Vergleich von Königsberg und Kaliningrad führt uns die Größe dessen vor Augen, was wir verloren haben. Meine Damen und Herren, wenn wir von Krieg und Verbrechen, von Zerstörung und Verlust sprechen, dann dürfen wir heute, über 65 Jahre nach der Katastrophe, auch von dem sprechen, was aufgrund einer gnädigen Fügung bewahrt und erhalten blieb, wie der Barock im Banat, das Thomas-Mann-Haus in Nidden und einige von ihren Gemeinden erhaltene Kirchenburgen in Siebenbürgen. Oder wieder aufgebaut wurde, wie die Marienburg,
wie Danzig und Breslau oder zahlreiche Gutshäuser in Polen, das ohnehin vorbildlich ist im Bereich von Restaurierungen historischer Baudenkmäler. Erhalten geblieben sind auch die unzerstörbaren Lebensgeschichten und Wirkungen bedeutender Persönlichkeiten aus dem historischen Deutschen Osten, die im Dienste der Menschheit ihr Leben führten und an die wir mit unserer Ausstellung hier im Landtag erinnern wollen. Sie sind Zeugen deutscher Kultur und Geschichte, aber vor allem Teil des gemeinsamen europäischen Erbes Mittel- und Osteuropas. Lassen Sie mich zur Eröffnung einige Persönlichkeiten besonders hervorheben. Vor 150 Jahren wurde in Wehlau bei Königsberg, wir waren vorhin an der Tafel, David Hilbert geboren. Die Tafel ist ganz da hinten bei den Naturwissenschaften. Er war ein Universalgenie in Mathematik und Physik und Professor in Königsberg und in Göttingen. Seine 23 mathematischen Probleme, die er im Jahre 1900 vor der Mathematischen Vereinigung in Paris vortrug, sind bis heute nicht vollständig gelöst. Jeder Mathematiker muss sich deswegen auch weiterhin sicherlich über viele Jahrzehnte mit Hilbert beschäftigen. Vor 70 Jahren wurde die Breslauerin Edith Stein in Auschwitz ermordet. Ihre Tafel ist hier um die Ecke zu sehen. Meine Damen und Herren, 1942 ist das Jahr der Wannsee-Konferenz und zugleich das Jahr, in dem ganz Mittel- und Osteuropa mit dem Mordterror der Nazis, dem Holocaust, überzogen wurde. Die Jüdin Edith Stein ließ sich als 31-Jährige taufen, wurde Nonne und eine bedeutende Mystikerin. Sie lebte und arbeitete zunächst im Kölner Karmel und später im niederländischen Exil, von wo aus sie von den Nazis verschleppt und in Auschwitz vergast wurde. Vor 60 Jahren starb der bedeutende Sozialdemokrat Kurt Schumann. Er stammt aus Kulm in Westpreußen. Er überlebte das KZ und stellte sich gleich nach dem Zusammenbruch für den Aufbau des neuen demokratischen Staates zur Verfügung. Entschieden lehnte er die Vereinigung seiner Partei mit der KPD, aber auch Adenauers Westintegration ab. Zusammen mit Paul Löbe, auch er hier zu sehen, verkörperte er die Kontinuität zwischen Weimar und Bonn. Natürlich muss bei dieser Gelegenheit an den Schlesier Gerhard Hauptmann erinnert werden, dessen 150. Geburtstag vor 12 Tagen wir feierlich begangen haben. Deswegen werde ich hier jetzt mit Sicherheit keine Eulen nach Athen tragen, aber ich nehme gern die Gelegenheit wahr, wie es Frau Präsidentin auch schon getan hat, und weise auf das riesige Gerhard-Hauptmann-Haus hin, das selbstverständlich den Jubilar gebührend würdigt. Meine Damen und Herren, hier in diesem Hause ist es mir eine besondere Freude und Ehre, abschließend eines Mannes zu gedenken, der wie kein anderer mit der Geschichte des deutschen Parlamentarismus verbunden ist, Eduard von Simson, dem das Gerhard-Hauptmann-Haus unten, ein Stock tiefer, eine eigene Ausstellung gewidmet hat, wofür ich von dieser Stelle aus sehr danke. Er wurde 1810 in Königsberg geboren, war Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848-49 für den Wahlkreis Königsberg und ab 3. April 1849 Präsident der Nationalversammlung, also der Paulskirchenversammlung. 1850 wurde er Präsident des Erfurter Unionsparlamentes, 1860 Präsident des Preußischen Abgeordnetenhauses, 1867 Präsident des Norddeutschen und 1871 Präsident des Deutschen Reichstages.
Schließlich wurde er 1879 auch noch Präsident des neu errichteten Reichsgerichts in Leipzig. Meine Damen und Herren, ein wahrhaft unglaublicher Lebensweg. Es ist darum kein Wunder, dass Bundesregierung, Deutscher Bundestag und die obersten Bundesgerichte, so etwas hat es nur ganz, ganz selten gegeben in der Nachkriegsgeschichte, dieser bedeutenden Persönlichkeit 1985 anlässlich des 175. Geburtstages von Simson einen Festakt im Badischen Staatstheater Karlsruhe widmeten. Bundespräsident von Weizsäcker sagte in diesem Festakt, und das möchte ich doch gerne zitieren, die Worte in der Präambel unseres Grundgesetzes von der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands wirken wie ein Vermächtnis Eduard von Simsons. Dieser Königsberger jüdischer Abkunft spielte auf dem Weg von Freiheit und Einheit der Deutschen im 19. Jahrhundert eine prägende, maßgebliche Rolle. Als immer wieder gewählter Präsident der Volksvertretungen verkörperte er in entscheidenden Jahren das Prinzip demokratischer Legitimation, als Präsident des Reichsgerichtes das Prinzip des Rechtsstaates. Er gehörte zum Besten, was das oft geschmähte und doch atemberaubend interessante 19. Jahrhundert unter Deutschen hervorgebracht hat. Wir haben allen Grund, auch heute noch seinem Lebenswerk unsere Hochachtung zu bezeugen. Und dieses auch heute noch, das galt nicht nur 1985, das gilt auch 2012. Meine Damen und Herren, Sie sehen, unsere Ausstellung beschert uns wahrlich keinen Blick in eine verstaubte Vergangenheit, sondern öffnet uns einen lebendigen Aspekt europäischer Geschichte, der prägend ist bis heute und auch für die Zukunft. Otto Marquardt hat das Wort von Wilhelm von Humboldt etwas abgewandelt. Ich zitiere ihn. Er hat einmal gesagt, es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Das ist so etwa analog zu dem, was Wilhelm von Humboldt gesagt hat. In diesem Sinne empfehle ich mit einem nochmaligen Dank an Sie, Frau Präsidentin, diese Ausstellung, Ihre Aufmerksamkeit und verbinde diese Empfehlung mit dem Wunsch und der Hoffnung, wo immer Sie Einfluss haben, machen Sie ihn wirksam, dass in den nächsten 4 Wochen auch zahlreiche Schulklassen und Studierende diese Ausstellung besuchen und anschauen mögen. Der Begleitband übrigens zu dieser Ausstellung ist für eine geringe Schutzgebühr erhältlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.